Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2013 hier im Community-Server von Dr. X. Und der Landwirtschaftssimulator, das sage ich doch immer, ne? Sie kennt es schon, alleine keinen Spaß macht, habe ich wieder meine zwei Bremer Stadtmusikanten dabei. Den Tetlef. Hallo. Und den Topper. Hallo. Aber keine Sorge, Freunde, die fangen jetzt nicht an mit Musikstücke zu spielen, weil das lassen und singen dann auch nicht. Nee, das machen wir nicht. Außer ihr habt vielleicht Mäuse zu Hause, dann können singen, nicht? Die vertreiben es dann, aber ich glaube, Nee, die haben wir nicht. Wir haben in der letzten Folge haben über Märchen gesprochen und sind dann eigentlich von Stöckchen zu Elefanten gekommen. Was ich jetzt ganz gern wissen möchte von euch ist, was haltet ihr von der Neuzeit von den Märchen? So wie SpongeBob. Wie haben die Kassen, die Slala Lolo, oder wie haben die Kassen da? Die Teletubbies. Die Teletubbies, genau. Tinky Winky, Lala, Tippy und Po. Kennst du aber gut aus. Du kennst dich aber wirklich gut aus, hallo? Ja, hallo? Also, das hat mit Märchen gar nichts mehr zu tun. Also, naja. Ich halte eigentlich von den Teletubbies gar nichts. Das ist die Verdummung der Menschen. Also das fängt schon bei den Kleinkindern an mit diesen Teletubbies, da werden die Kinder nur verdummt. Weil die keine richtig sprechen richtig. Ja. Ich habe das damals bei meinen Kindern gesehen, die haben das alles nachgeäfft. Ja. Also das hat mir gar nicht gefallen. Ja, ich muss eigentlich ehrlich sagen, meine Tochter, die hat sich das glaube ich zweimal angeschaut, ja, und dann nie wieder. Also sie hat das überhaupt nicht interessant gefunden. Wobei aber die Cousine von meiner Tochter, ja, die ist Tag und Nacht vor den Teletubbies gesessen. Ja, das war eigentlich total interessant. Nee. Das ist nichts mit Märchen. Also Teletubbies, das ist doch. Ich weiß gar nicht, was ging es denn da immer? Du, das ist keine Ahnung mehr. Das hatte keinen Sinn, keinen wirklichen. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich um irgendwas Besonderes gegangen ist oder wirklich keinen Schimmer. Was gab es denn noch so? Ein neues Märchen. Ja, du hast zum Beispiel die Ariel. Oh, ja, Ariel, die Meerjungfrau. Das geht ja noch, das kann man sich ja noch angucken. Ja, das ist ja extrem lustig, ne? Ja. Ich meine, Ariel, ich sage einmal so, das ist halt, ja, kann man schon sagen, dass das ein Märchen ist, oder? Ja, es kann eine Geschichte sein, aber... Wisst ihr was, Burschen? Schreibt es einfach unter die Kommentare, ob Ariel ein Märchen ist oder ob das eher mehr so Zeichentrickfilm. Ja? Aber ich sage jetzt einmal so, vielleicht bin ich da alleine der Meinung, dass so Zeichentrickfilme prinzipiell von einem Märchen abstimmen. Ja, weil irgendwie muss ja das einmal niedergeschrieben werden, das Skript. Und ich glaube, dass man Ariel eigentlich aus Märchen abbringen könnte. Um nochmal kurz auf dieses vorige Thema aus dem letzten Part zurückzukommen mit dem Projektor. Ich habe ihn gefunden. Ah ja, okay. Das ist der Puuva Laterna Magica Filmprojektor, 36 mm. Wir machen da aber keine Werbung, Doppel, weil ich kriege ja Geld dafür. Die gibt's nicht mehr. Sag das nicht. Die kannst du bei eBay nicht kaufen, aber ich glaube... Für eBay machen wir auch keine Werbung, weil ich kriege kein Geld dafür. Der Name sagt mir nichts, aber... Aber mir sagt das ehrlich gesagt auch nicht viel. Naja, ich gebe euch nachher mal einen Link. Okay. Habt ihr vielleicht den Film Nemo gesehen? Ja. Nemo den Fisch oder Captain Nemo? Nein, Captain Nemo nicht, Nemo den Fisch. Findet Nemo, ja. Ja, der war doch herrlich, oder? Den habe ich sogar hier noch irgendwo bei mir im DVD-Regal liegen. Also ich habe ihn auf DVD, aber ich muss offen und ehrlich gestehen, ich habe teilweise Tränen gelacht. Ja. Ich habe mit der werdende Kassen Lori, der Fisch da, der, mit dem was dann immer da auf den Vater suchen geht. Beziehungsweise umgekehrt, der Vater sucht ja den Sohn. Ja, mit dem... wie hat denn die Kassen? Gute Frage. Na gut, okay, Freunde, wenn ihr es wisst, wie die Freundin von Nemo seinen Vater geheißen hat, dann
könntest du mir in die Kommentare schreiben, falls jetzt wirklich nicht ein Video geheißen hat. Aber auf alle Fälle war das zum Tränen locken. Die war ja immer so ein bisschen. Die Sämaschine anmachen, gell? Nö, senken. Die war ein bisschen zurückgeblieben, ja. Aber lustig, ja. Aber lustig. Ja. Ich glaube, die Anke Engelke hatte die in der deutschen Synchronisation gesprochen. Ja, stimmt, ja. Ja, das war echt herrlich, also. Nein, es war sensationell gemacht, also der ganze Film, ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Also ich bin sowieso so ein Fan von diesen Animationsfilmen, also ob das nun Findet Nemo ist, Cars und wie sie nicht alle heißen. Also allein schon Pixar, was diese machen, das ist einfach nur geil. Vor allem diese kleinen Minifilme, die sie immer noch rausbringen. Mhm. Da gibt's auch so ein paar Sachen, da kannst du dich wegschmeißen vor Lachen. Okay. Das, wie hieß denn der Film mit den Urtieren? Ups. Den Dreckfilm. In einem Land vor unserer Zeit? Nee, das ist der andere mit dem Eichhörnchen, das immer die Eichel sucht. Ice Age. Ice Age, ja genau. Genau. Ja, hab ich auch gefeiert. Ja. Das ist irgendwie so... Ja. Das Eichhörnchen, das die... Das ist der Herzliche. Ja. Herrlich. Und dann denkt, dann hat das mal, Bombs macht da irgendwas kaputt. Ja. Also das würde ich sagen, ist auch ein Sollte man die Maschine auffüllen, wenn 0% zeigt? Ich habe gerade das Problem gehabt, dass ich fast eine halbe Runde gefahren bin, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich kein Saab mehr drin habe. Ist noch nicht schlecht, ne? Ja, wunderbar. Ach Gott, ne. Dass der Gockelhand geht mir doch, der macht ein Programm, das ist ja kein Stimme. Hallo, was ist mit du? Aber es ist ja das Schöne, vorher bist du ja gefahren und es wurde nicht weniger. Ja, Freunde, das gibt es nämlich neu bei uns am Server. Und zwar, der Doktor hat die Karte angepasst und jetzt haben wir endlich Saatverbrauch. Weil vorher war es ja so, dass wir mit einer vollgefüllten Seemaschine haben wir meistens so 2 bis 3 so Felder bearbeiten können, ohne da, und dann war eventuell, wenn du Glück gehabt hast, die Seemaschine leer. Nein, und jetzt ist es aber so, wie ihr seht, ich bin da jetzt gar nicht weit gekommen mit meiner Seemaschine und wir waren leer. Ich hatte auch schon noch. Also das ist auch gut, so, ne? Ja, wunderbar ist das auch. So, wo haben wir denn aufgehört? Da haben wir aufgehört. Ja, was hat es denn noch gegeben? Cars, kennt ihr? Oh ja, ja. Ja. Das ist absolut genial gemacht. Also. Ja, habe ich auch super gefunden. Haben wir beide Teile im Kino gesehen, mein Doktor und ich. Und meine Frau natürlich. Aber die war weniger begeistert davon, aber meiner Tochter und mir hat das extrem gut gefallen. Nee, das ist auch so richtig gut gemacht, also allein schon auf die Idee zu kommen. Ja, absolut, ja. Stimmt. Aber vor allem, du hast den ersten Teil, hast du da auch Prominente, die was da mitsprechen, da nicht wie ein Schumacher, ein Niki Lauda und was der Gucker, wem es da noch alles da dabei gehabt haben. Ne? Na, hier die Kommentatoren von der Formel 1, die beiden, die aus Deutschland kamen, die waren dabei. Ja, wir hassen die geschwind. Freunde, ihr müsst mir da glaube ich wieder helfen. Wenn ihr es wisst, bitte unter die Kommentare schreiben, wie heißen die zwei Kommentatoren von der Formel 1 in Deutschland. Also, in Österreich kenne ich ihn, oder beziehungsweise habe ich ihn gekannt, weil der ist jetzt auch schon in der Pension. Das war der Heinz Brüller. Der hat immer das Formel 1 bei uns im Fernsehen kommentiert. Aber in Deutschland will man das jetzt nicht einfallen. Hallo. Ja. Nein, aber ich glaube, die sind doch im zweiten Teil auch wieder dabei. Ja, aber du hast, so viel ich jetzt mich erinnern kann, glaube ich, im zweiten Teil war aber der Schumacher nicht mehr dabei. Nee, da ist der Vettel, glaube ich, dabei. Genau. Und, warte mal, Nobe hat gefehlt. Ja, der Niki Lauda war auch nicht mehr dabei. Nee. Aber sonst, ich muss ehrlich sagen, genial gemacht, also wirklich. Ja, nicht schlecht. Ich meine, das war so...
kleinen Fliegen, alles kleine Käfer gewesen. Ja. Und so eine Späße alles. Also. Ich meine, das, was ja für uns auch Highlight war, das waren die Schlümpfe. Oh ja. Ja. Die haben wir gesehen in 3D. Da waren wir mit der besten Freundin von meiner Tochter, waren wir da im Kino. Und die hat das erste Mal 3D gesehen, ne? Mit der Brille und so weiter, ne? Und wie die erste Szene gleich war, ja, da sind so die Schlümpfe im Dorf gewesen, ja. Und der Schlaumischlumpf hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war das so, dass der Schlaumischlumpf quasi irgendwas, was ein Blödsinn gemacht hat, und da ist irgendwas so auf dich zugeflogen, ja. Das erste, was die Freundin von meiner Tochter gemacht hat, ne, die wollte danach greifen, nicht, aber so richtig hingriffen hat sie, nicht mit der Hand, ne? So quasi sie will es fangen. Ja. Ne? Ja, das war so lustig. Ja, das Kino mit den 3D ist schon eine feine Sache, was sie da gemacht haben. Also ja, stimmt. Und ich bin sowieso leidenschaftlicher Kinogänger, also das ist für mich das Schönste, was es gibt, wenn du im Kino sitzt. Und dann den Film, das ist einfach eine Atmosphäre, da kannst du noch so geilen Fernseher zu Hause haben, noch die High-End-Sound, das ist einfach Kino. Ja, das Kino-Feeling hast du eigentlich nur im Kino. Das kannst du nach Hause gar nicht so bringen. Nicht? Aber wenn du also toll bist Surround und den ganzen Schnickschnack hättest, du kommst einfach auf die Kinoqualität, kommst du nicht hin. Ich habe das gehabt 2005, wann kam hier Raumschiff Twice raus? Mhm. 2005 oder 2006 war das, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mir den Film 4 oder 5 Mal angeschaut. Okay. Also wo ich da unten in Bayern im Kino war, ich bin da jede Woche, aber wirklich jede Woche ins Kino gegangen. Weil das war für mich ideal, wenn ich jetzt, das waren 5 Minuten, war ich im Kino. Wenn es geregnet hat, bin ich ins Auto trocken eingestiegen, weil ich in der Tiefgarage mein Auto stehen hatte, wo ich da gewohnt habe, und da im Kino auch. Garage rein und dann war, und das war dann mal nicht irgendein kleines Kino, da waren dann 12 Kinosäle. Mhm, okay. Und nebenan war dann noch irgendwie so eine Diskothek oder was, oder so ein Club, keine Ahnung. Also du bist um 18 Uhr ins Kino gegangen, war tote Hose, bist du aus dem Kino wieder raus, aus dem Saal. Dann war da die Bude gerammelt voll. Okay. Also da ist abartig, was da los war. Wo dann hier die 7 Zwerge rauskam, der erste Teil. Ja, na gut, Mann. Da haben die 3 Kinosäle voll gehabt. Ja. Und das nur, weil eben Otto Walkes und dieser Martin da zu Besuch waren. Die sind in jeden Kinosaal rein, haben mal Tag gesagt. Da haben die 3 Kinosäle voll gehabt. Und da passen mal so eben 200 oder Leute rein, wenn nicht sogar mehr. Okay. Das war abartig. Also das Kino war, ist für mich. Ja, Kino, das hat seine eigene Atmosphäre. Ja. Selbst zu DDR-Zeiten, das war bei uns, sind wir nochmal mit Kino rumgereist manchmal. Und dann war bei uns im Ort in der Stadtverwaltung großer Raum, da haben wir Kino geguckt, da weiß ich das bis heute noch, das war Asterix bei den Briten. Mhm, okay. Das war so das erste Mal, dass ich groß Kino hoch, oder dann, wo wir mal in Urlaub gefahren sind, da war wie ein Zeltkino, so ein Blechbaracke, da war Kino drinne. Eigentlich überall, wo wir im Urlaub waren, Kino. Kino, Kino, Kino. Ja gut, DDR-Zeit, Kino ist klar, weil auf dem Fernseher war nicht. Ja. Ja, aber allgemein, das ist, waren, auch wenn es nicht gerade die High-End-Produktionen waren, das war aber halt Kino. Ja, du hast überhaupt eine Kino-Atmosphäre, das ist eigentlich das Popcorn, das ist dann das Getränk, was du nehmen tust. Ich meine, ich mache jetzt keine Werbung für ein Getränk, weil ich krieg, wie gesagt, ich krieg nichts Zeit dafür. Nee. Also, das ist einfach das Flair. Ja. Ne? Und das macht es natürlich auch aus. Ich meine, du sitzt halt zu Hause auf dem Fernseher und schaust eine DVD und nimmst da, weiß nicht, irgendwelche Chips oder Popcorn etc. und ein Getränk dazu. Ne? Aber es ist nicht dasselbe. Nee. Ja, weil du sitzt alleine in dem Ding zu Hause und da hast du dann wirklich noch 50 bis 100, wenn es gut läuft, mal drin, mit dir in den Film gucken. Und das ist halt die Atmosphäre dann. Ja. Aber ich habe auch schon gehabt, ich habe alleine im Kinosaal gesessen und habe mir den Film angeguckt. Okay. Ja, ich das war auch, ja. Das habe ich auch, das war, wo ich unten in Bayern im Kino war. Ich weiß nicht, aber Freunde, ganz kurz, Topper, aber Freunde, wenn ihr wissen wollt, warum Topper alleine im Kino gesessen ist, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein.
Wir machen hier Schluss und Manikus sagt Tschüss, Ciao und Baba. Tschüss.